Die Landschaft, in der mein Krimi Aqua Mortale spielt, ist eine besondere Landschaft. Vielleicht auch deswegen, weil sie den Deutschen am wenigsten geläufig ist. Und wenn, dann als der Inbegriff von Ödnis und Langeweile. Als ich mich vor fast 20 Jahren in meine Frau verliebt habe, habe ich mich gleichzeitig in diese Landschaft verliebt und erkannt, wie viel an politischen Spannungen und verschütteter Geschichte unter diesen Grautönen liegt. Die unendlichen Flächen sind das Ergebnis von Trockenlegungen. Unter den Benediktinern im Mittelalter, unter den Faschisten im 20. Jahrhundert. Schon immer waren die Konflikte zwischen Großgrundbesitzern und Tagelöhnern, zwischen dem Klerus und dem Volk hier extrem. Und entsprechend tief sind die Gräben zwischen den ideologischen Lagern. In den letzten 20 Jahren hat sich das Lebensgefühl der Italiener radikal verändert. 1991 begann der Tangentopoli-Skandal. Die Parteien wurden an den Pranger gestellt, Politiker wanderten ins Gefängnis, das Volk schien die Macht zu übernehmen. 20 Jahre später herrscht ein restauratives System. Auch dank Silvio Berlusconi und dessen persönlicher Auslegung von Demokratie. Aber mächtiger und gefährlicher noch als Berlusconi wirkt sein Koalitionspartner, die Lega Nord, die durch eine neue Strategie versucht, sich einen demokratischen Anstrich zu geben. Vorbei die Zeiten der Brachialaktionen wie vor 16, 17 Jahren, als Anhänger der Lega Nord in Venedig ein Vaporetto kaperten und den Campanile besetzten. Inzwischen versucht man in Industrie- und Handelsorganisationen, in Kommunalverwaltungen, in Kulturinstituten und natürlich in den Medien auf demokratische Weise die Macht zu übernehmen. Mein Kriminalroman erzählt, wie Kaspar Lunau, ein Berliner Journalist, der bekannt ist für seinen unbestechlichen Blick, von einem jungen Mädchen nach Ferrara gerufen wird, um einen Mordfall aufzuklären. Er wird bedroht, man versucht ihn zu überfahren, er kommt einer ganzen Reihe von Skandalen auf die Spur, ein vermeintlich normaler Kriminalfall also im Sumpf der italienischen Provinz. Doch Lunau wird das Gefühl nicht los, dass er nur Teil eines Masterplans ist. Ein politisches Gleichgewicht steht auf der Kippe und Lunau soll ihm einen Stoß versetzen.